Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinsel, Schere und Co. aus Hamburg. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben uns ja gestern schon im Video gesehen und jetzt kommen gleich zwei in dieser Woche, erst kommt gar keins. Ja, manchmal ist das so. Gestern war Videodrehtag bei mir und der Stempelmittwoch im Juli, heute ist Mittwoch, bietet sich förmlich an für kleine Videos. Und deswegen habe ich gedacht so, wir kümmern uns um besondere Kartenformen und dann, wie erklärt man besondere Kartenformen am besten? Durch ein Video. Und wir fangen heute an, oder ich fange heute an, mit dieser Double Folded Pocket Card. Der Name kommt daher, dass wir hier zwei Einsteckfächer haben. Diese Karte ist jetzt nicht zum Öffnen, die ich gleich mit euch bastle, ist dann tatsächlich als Karte, wo man auch noch was reinschreiben kann. Eigentlich ist es auch mehr so eine Gutscheinverpackung oder so. Aber ich finde diese Karte wirklich schön, weil ihr könnt sie in den Größen ganz einfach variieren und sie ist wirklich schnell gemacht. Und um einen Gutschein zu verschenken, in diesem Fall habe ich eine kleine Maske hier mit drin. Einfach was für die Schönheit, was zum Entspannen, zum Relaxen, einen kleinen Tag. Aber man kann natürlich auch einen Gutschein damit verschenken, ne? So fürs Einrichtungshaus. Kein Thema. Die bastle ich mit euch. Und wie ich gerade schon sagte, ihr seid, was die Größe der Karte ist, angeht, wirklich sehr flexibel. Wichtig ist, dass ihr ausgehend von dem Kartenmaß, was ihr am Ende haben wollt, ich habe hier 14,5 cm in der Höhe und 10 cm in der Breite, dass ihr ausgehend von diesem Kartenmaß die doppelte Breite und die doppelte Höhe messt. Also, ich habe hier ein Stück Designerpapier, das eignet sich wirklich am besten. Und ich habe eine Höhe von 14,5 cm. Also, ich fange mal mit der Breite an, dann habe ich nicht so viel Verschnitt, beziehungsweise bleibe im Muster. Also, ich habe eine Breite von 10 cm. Also schneide ich mir in der Breite 20 cm ab. Die doppelte Breite. Und ich habe eine Höhe von 14,5 cm im Endmaß. Also schneide ich mir jetzt 29 cm doppelte Höhe zu. So, das war schon fast alles. Nein, noch nicht ganz. Wir müssen noch falzen. Und zwar jeweils die Mitte. Ich habe jetzt hier 20 cm anliegen, also falze ich einmal bei 10 cm und in der Höhe bei 14,5 cm. Das ist dann auch mein Endmaß. Und dann schneide ich noch einmal, das sieht man jetzt hier schlecht, einmal auf diesen 14,5 cm auf der Hälfte der Höhe bis zur Hälfte der Breite bei 10 cm. Da hilft euch diese kleine Nase oder aber ihr schneidet erstmal drauf los, nicht zu weit und guckt dann, schneidet den Rest eventuell nochmal mit der Schere. Ich habe das jetzt hier ganz gut getroffen und als nächstes werden die Falzlinien wirklich schön exakt gefaltet, dass die Brüche wirklich gut aufeinander liegen. Umso besser oder schöner schließt nachher eure Karte. So, damit ich euch hier nicht mit dem Kopf im Bild rumfummel, versuche ich das mal so einigermaßen hinzubekommen. Oh, draußen geht gleich wieder die Welt unter. Und dann noch einmal über die Mitte in der Höhe. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt gut gefaltet haben, Kleinigkeiten kann man nachher auch noch ausbügeln. So, und jetzt legt ihr euch, das soll nachher das Design außen werden, also das, was hier Himbeerrot ist und hier Petrolfarben. Der Schlitz liegt auf der rechten Seite und jetzt faltet ihr diese untere linke Ecke und zwar bündig auf diese Falzlinie. So, dass hier unten eine schöne Ecke entsteht. Schön hart die oder scharf die Kante nachziehen. Und jetzt hier oben, da müsst ihr dann mal ein bisschen gucken, wie weit euer Abstand so sein soll. Das geht hier um dieses Maß, beziehungsweise um dieses. Ich habe mir jetzt hier 7 cm, glaube ich. Messen wir mal nach. Ja, bei mir sind das 7 cm. Die messe ich mir jetzt einmal vom Rand ab. 7 cm und ziehe mir da eine kleine Hilfslinie. So. Und das wird jetzt, ersetzt jetzt quasi die Falzlinie von eben. An dieser Linie lege ich wieder hier unten die linke Ecke an.
die rechte Ecke, Entschuldigung, das andere links und ziehe mir wieder hier so eine schöne Tasche. So, und jetzt erkennt ihr schon das Prinzip, die obere wird eingeschlagen, die untere kommt darüber und dann wird das nach hinten gefaltet und so entstehen hier bei euch diese Taschen. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen kleben. So, als erstes werden, in der Hoffnung, dass hier Kleber rauskommt, natürlich nicht. Wie kann es auch anders sein? Auch hier nicht. Heute ist wieder mal sehr lustig hier. So. Hier kommt Klebstoff raus. Einmal die Ecke ankleben. Auch diese Ecke wird angeklebt. Das muss nicht so super genau sein. Also es sollte nichts nebenbei rauslaufen, ne? Also insofern darf das schon ordentlich geklebt sein. Und jetzt schlagen wir hier oben die linke Ecke ein und dann sehen wir, wir müssen hier kleben und hier kleben. Hier müssen wir nicht zwingend, aber ist schon schöner. Obwohl, nee, da müssen wir nicht, es klappt ja rüber. Also nur hier dieses Stück mit einem schmalen Streifen Klebstoff. Soll ja gleich auch noch eine Karte rein. So, dann sehen wir, wenn wir das rüberklappen, hier oben, das bleibt übrigens offen. Wenn wir das rüberklappen, müssen wir hier einmal kleben und nicht zwingend, aber bei dieser Karte jetzt schon hier einmal. So, bei dieser Verpackung habe ich jetzt diese Rückseite festgeklebt. Einfach hier so dagegen geklebt. Ich möchte die aber offen lassen, um hier nachher gleich noch einen Gruß reinzusetzen, dass das auch wirklich als Karte durchgeht. Ne? So geht das ja noch nicht so wirklich als Karte durch, sondern mehr so als Verpackung. Und deswegen lasse ich das offen und klebe es nicht zu. Und damit ist im Prinzip, hier ist eure erste Tasche. Oh, ich habe hier vergessen zu kleben. Also, hier, nee, ich habe da nicht vergessen zu kleben, aber es hat noch nicht angezogen. So. Da warten wir mal noch einen Moment. Also ihr habt jetzt habe ich auch gleich ein bisschen unsauber gearbeitet. Egal, wir haben noch den Klebemittelradierer. Also ihr habt jetzt hier eine Tasche und hier habt ihr auch eine Tasche. So. Und jetzt machen wir uns schon an die Dekoration. Und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, weil um die Dekoration, huch, geht es hier ja gerade nicht. Ich will mir bloß einmal hier den, dass ich da nicht immer dran hängen bleibe. Das ist übrigens der Klebemittelradierer. Für Ferkel wie mich unverzichtbar. So. Und für die Dekoration habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich mir meine ganzen Teilchen gestempelt und gestanzt. Und ich habe gearbeitet mit zwei Stempelsets, perfekt verpackt. Ich liebe dieses Stempelset. Das habt ihr schon mal gesehen bei mir für eine kleine, für die durchsichtigen Boxen. Da habe ich schon damit gearbeitet. Und dann Designer-Grußelemente. Das ist ein bisschen teurer, aber ihr habt extrem viele Stempel dabei. Kleine, geschwungene, große und ihr könnt damit schön Karten gestalten. Also ich habe hier zum Beispiel auch das Inlay für meine Karte schon fertig gestempelt. So, stellte scharf. Ich finde das einfach nur toll. Ich finde die Typografie toll und dann diese Elemente, die man da drum setzen kann. Kannst du nicht meckern. Und dafür ist der Preis wirklich okay. So, das klebe ich schon mal, damit ich es nicht vergesse. In die Karte. Und ich verrate euch was, eigentlich sollte die andere Karte auch so werden. Aber ich habe, als ich das Band drum gemacht habe und festgeklebt habe, gar nicht dran gedacht, dass ich es sowieso gar nicht mehr aufkriege. Da achten wir jetzt ein bisschen mehr drauf. Und sie sagte Band und sie nahm sich Band. So, ein bisschen die Länge abschätzen, das müsste reichen. Und nun kann ich ja, wenn ich das rumwickel, habe ich ja das gleiche Dilemma wie eben. Ich kriege die Karte nicht mehr geöffnet. Das heißt, ich muss mir hier einen kleinen Schlitz
machen. Und zwar kann ich mir den reinschneiden mit einer Schere. Ich kann aber auch, wenn ich es finde, mein kleines Cuttermesser nehmen. Dann habe ich ja hier meine Schneideunterlage und schneide mir auf der Falz hier einen Schlitz rein. Etwa in der Breite meines Bandes. Ich mache das jetzt hier auch so ein bisschen im Freiflug. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt auch in der Höhe von meiner Dekoration so lande, wie ich es gerne hätte. Und seht ihr, dann ziehe ich mir das da einfach durch und kann mir hier die Schleife binden. Oder in dem Fall ist es ein Knoten. Sie macht mal keine Schleife. Das dürft ihr gerne rot im Kalender ankreuzen. So, in der Hoffnung, dass dieser Knoten jetzt auch was wird. Ich kann nämlich besser Schleifen als Knoten machen. Ich sollte vielleicht nicht so viel dabei sabbeln, sondern einfach mal ruhig werden. Psst, sie konzentriert sich. Sie kämpft mit dem Band. So. Naja, nicht schön, aber es ist ein Knoten, unschwer zu erkennen. Und das Band kann ja dadurch, dass wir es hier in dem Schlitz drin haben, auch nicht mehr verrutschen. Es kann nicht mehr weg. So. Jetzt muss ich mich mal hier wieder kurz sortieren. So. Und wie gesagt, diese kleinen Blümchen sind hier mit drin. Die habe ich gestempelt auf unseren Seidenglanzfarbkarton und bin ein bisschen mit dem Wassertankpinsel über die Stempelfarbe gegangen. Und dadurch bekommt man diese farbliche Einlagerung, also diesen Wischeffekt hin. So, jetzt legen wir uns das da drauf. Und jetzt gucke ich, das wusste ich nämlich vorher nicht, jetzt brummt mein Handy, in welcher Farbe ich dieses Zweiglein nehme. Nee, Gold ist mir too much. Das fällt kaum auf. Okay, bleiben wir in dem Ton. So. Einmal. Das ist jetzt gerade so ein bisschen Freiflug hier, ne? Ich guck mal, dass es so einigermaßen hinkommt, wie es soll. Ups. Bevor alles anzieht. Oh, ich bin heute echt ein Ferkel. So, der Knoten musste ein bisschen weiter außerhalb. So. Zack. So passt das. So kriegen wir das hin. Ein bisschen Dimensionals. Ich habe hier jetzt gerade nur noch den Rand, aber das ist nicht so schlimm, weil von hinten sieht man das nicht. Ein Stück oben, ein Stück unten. Man muss das ja nicht wegschmeißen. Kleines Geschenk für dich. Und jetzt noch so ein kleiner hier an den Rand. Da kommt die Blüte drauf. Fertig, fast fertig, weil ein bisschen Bling Bling. Da habe ich hier unseren Wink auf Stella Glitzerstift. Der wertet das gleich noch mal ein bisschen auf. Einfach ein bisschen über die Blüten rüber. Und dann glitzert das Ganze. So, dann habe ich hier noch einen kleinen Tag. Liebe Grüße zum Geburtstag, wieder mit unserem Designer Grußelemente gestempelt. Und dann kommt da eine kleine Maske rein. Passt genau wie gemacht dafür. Und in diesem Fall ist es tatsächlich eine Karte. Das ist mal eine besondere Kartenform für den Stempelmittwoch. Die erste von vier, glaube ich, vier oder fünf.
Bin ich mal gespannt, was meine Mädels gebastelt haben und was mir für nächste Woche einfällt. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt kreativ. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.